Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma Jus GmbH. Und mein Name ist Michael Scharnberg, wer mich noch nicht kennt. Und wir sind ja in Kroatien bei Vanja e.V. Klinik. Wisst ihr? Wenn ihr es nicht wisst, verlinke ich euch gleich das Video. Nach dem Intro Reichweitenangst. Ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen. Warum, erfährst du nach dem Intro. Ja, ich packe jetzt gerade hier meine Videosachen zusammen. Wir drehen ja das Video von der Hochvolt-Reparatur an meinem S85 The Flash. Und gestern waren wir bei einem Autolackierer, einem Oldtimer-Restaurator hier in Kroatien. Und ich bin mit Gänsehaut und Ehrfurcht da durchgegangen, weil das ist so ein begnadeter Handwerker, der Josef. Auch da gibt es ein Video. Aber das Schlimmste ist, das war so spät geworden, wir waren schon über 14 Stunden auf dem Bein und haben nur ganz kurz Supercharging gemacht und haben dann Vanja in die Werkstatt gefahren. Sind dann ins Hotel und Vanja sagt, hey, ihr braucht keine Angst haben, ihr kommt an. Ich kenne meine Batterie, die hat 80% Buffer. Und es ist arschkalt draußen, es ist 0 Grad nachts. Und wir haben ihn gestern Abend mit 7% abgestellt. Wir müssen jetzt zum Supercharger fahren. Und wer mich kennt, ich fahre immer. Früher, als ich Verbrenner gefahren bin, war ich immer ein Strich vor Reserve, habe ich vollgetankt. Immer. Und ich bin da echt der Schisser. Ja, ich fahre schon viele Jahre elektrisch jetzt mittlerweile, aber ich lade immer rechtzeitig, weil ich einfach, ja, manche DNA steckt einfach in einem drinne. Und das kann man einfach nicht so einfach verändern. Und deswegen die halbe Nacht habe ich gedacht, was ist, wenn ich jetzt hier auf der kroatischen Autobahn liegen bleibe? Leute, deswegen drehe ich auch eigentlich mal dieses Video. Das ist das, was mich interessiert. Hast du noch Reichweitenangst oder gar nicht? Fährst du noch nicht elektrisch? Hast du dir Gedanken darüber gemacht? Eigentlich geht es, aber so eine Situation hatte ich noch nie. In Deutschland wäre ich gestern Abend noch zum Supercharger gefahren und nicht ins Hotel. Hätte wenigstens genug geladen. Aber ich vertraue natürlich dem Vanja, der sagt, hey, selbst wenn du mit null ankommst, hättest du theoretisch nur 80%. Ich kenne mein Auto und das glaube ich ihm und deswegen habe ich das gemacht. Und mir fiel dann ein, weil ich die halbe Nacht nicht geschlafen habe, dass ich gesagt habe, komm, ich drehe da ein Video drüber. Also ich nehme euch jetzt mit runter zum Auto. Ich packe nur kurz zusammen. Always play ball, never AWOL. Oh, they mad now, cause they lost. That's on you, not on me. Lately my phone on D&D. I try to get. Arschkalt hier in Kroatien. 0 Grad haben wir was haben wir für ein Datum? 18.10. Oh, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Also wir haben ihn gestern Abend mit 7% haben wir ihn abgestellt, jetzt haben wir noch 3. Alter, ich schicke ihm mal jetzt ein Foto, dass ich Angst habe. Wir kommen an mit -2. Oh je, Mine, das ist ja gar nicht mein Ding. Hier stehen wir, hier kommen nicht weg. Na gut, dann muss ich hier rechts fahren. 2%. Alter, nee, das ist nicht mein Ding. Das mache ich nie wieder. Nie wieder. Es ist nicht. Zu Hause hätte ich sowieso nicht mal. Ich vertraue auf seine 80 Kilometer Waffe. Oh Mann, und mein Blutdruck ist um 30% gestiegen. Ich versuche jetzt, mich hinterm LKW zu hängen und da hinter zu bleiben. Die fahren aber die LKWs manchmal auch ein bisschen schneller. Die heizen ja auch mit 110 durch die Gegend. Angst! Eine Abfahrt falsch abfahren. Ja. Ende. Und hier. Ich komme hier nicht mit den Straßennavi klar. Wir sind schon 23.000 Mal falsch abgebogen gefühlt. Jetzt wieder null. Ich sterbe. Echt, Leute. Das ist auch nicht gespielt oder so. Ey, es ist gar nicht mein Ding. Es ist sauneblig draußen. Wir haben die Heizung aus. Die Ankunftszeit ist jetzt um nur noch -1. Das volle Vertrauen in Vanja. Zu Hause hätte ich das nie im Leben gemacht. Nie. Hier vertraue ich einfach, dass er sein Auto kennt. Wir können 130 fahren, theoretisch. Ich fahre jetzt nur 82. Und die Anzeige steht bei 0. 4 Kilometer, 3 Minuten. Aber wir fahren schon lange auf 0.
Ja, ich brauche auch gleich irgendwie Beruhigungsmittel. Schnaps. Ey, Junge, mein Jägermeister. 3,6 Kilometer. Wir fahren immer noch auf Null. Ob er dann auch gleich minus 1 anzeigt? Das habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Ich wollte das auch nie in meinem Leben sehen. Das wollte ich auch nicht sehen. Wir kommen. Positive Energie. Ja. Nicht nur Nikola Tesla konnte Energie freisetzen. Ne? Und wir können positive Energie. Wir kommen an. Vanya kennt sein Auto. Aber Leute, ich empfehle euch das nicht. Ich empfehle euch das nicht. Dass ich... Nee. Es ist nicht... Hier müssen wir runter. Ja, wir sind schon mal von der Autobahn runter. Das ist schon mal viel wert. Bei dem Nebel wollte ich nicht auf der Autobahn mit Warnblinklicht stehen, der vielleicht nicht geht. Doch, der würde noch gehen über die 12 Volt. Jetzt haben wir noch 1,3 Kilometer. Mit Null. Null ohne den roten Strich daneben. Ja. Das muss man mal erlebt haben, hätte Uwe wahrscheinlich gesagt. Uwe ist ja mal, wisst ihr das, beim E-Cannonball 300 Meter oder so vor dem Supercharger liegen geblieben und dann haben sie ihn hingeschoben. Aber Uwe ist da mal ganz cool. Ich sterb hier. Echt, das ist... Also jetzt kann nichts mehr passieren. Jetzt können wir ihn noch schieben. Meinst du, ja? Ja, wahrscheinlich bleiben wir gleich da im Kreisverkehr mitten in der Mitte stehen. Nein, das wird nicht passieren. Wir kommen an. Wir kommen an. Positive Energie. Wir kommen an. 130 Meter ist der. Jetzt kommt der Kreisverkehr. Ich kann nur kaum was sehen. Das ist echt brutal. Wo müssen wir raus? Da weiter. Da. Da ist er. Ich sehe ihn gleich schon. Vanya, das ist. Jetzt können wir schieben! Jetzt können wir schieben! Wo müssen wir da rein? Ja. Jetzt können wir schieben. Ja, wir haben es geschafft. Mit 0%. Das will ich nie wieder erleben. Nie wieder. Kurva. Ich froh um Jägermeister oder sowas. Oh, unglaublich. Machst du das oder nicht? Ich steck erst mal an und dann sag ich noch was dazu. Ja. Nee, du brauchst noch was. Ja. Nee. Nee. Ich habe mich noch nie gefreut, so sehr gefreut, die grüne Lampe blinken zu sehen, erlebt. Das muss man sich nicht antun, liebe Leute. Also das war das erste Mal in meinem Leben und ich hoffe auch das letzte Mal. Meine Lieben, wenn euch das Video wieder gefallen hat, dann würde ich über mich einen Daumen hoch freuen. Wenn du dieses Kanal, meinen Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich über ein Abo freuen. Und wenn du dann die Glocke aktivierst, dann wirst du immer daran erinnert, wenn ich ein Video hochlade. Schön, dass du mir deine Lebenszeit geschenkt hast. Ich habe echt Panik gehabt. Aber jetzt habe ich allen wieder was zu erzählen. Jetzt gehöre ich zu der Riege, die mit Null gefahren sind. Ich hätte nie gedacht, aber ich vertraue auf Vanya. Vanya, du bist ein geiler Typ, super sympathisch und ja, du hast einfach drauf. Habt eine gute Zeit, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.